wenn man so im Tourismus herumgehört hat, in Wien, aber auch in Tirol, in Seefeld, dann war eigentlich nur Depression da. Wenn man mit den Künstlern gesprochen hat, Leute, die sonst einen Terminkalender haben, der übergeht, die haben alle nichts zu tun gehabt. Die haben leere Terminkalender, weil meistens die ganz großen Künstler sind ja nicht an einem Opernhaus oder irgendwo fix engagiert. Die reisen auf der ganzen Welt herum und die haben nichts zu tun gehabt. Die waren leer. Und dann habe ich zu dem Michael Schade, den ich sehr gut kenne, habe ich gesagt, Michael, da machen wir was zusammen. Wir machen einen Schulterschluss und wir zeigen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Es war sehr, jeder hat eigentlich kurz vorher gesagt, was er singen will. Und das war ganz durcheinander. Es war von Haydn über Mozart, über Strauss. Dann wurde gelesen. Dann hat jemand gesagt, ich lese auf die Berge, weil die hier so schön sind. Das Einzige, wo man auf jeden Fall gesagt hat, das werden wir machen, das war, schenkt man sich Rosen in Tirol. Ich wollte eben kein Publikum einladen und habe gedacht, es ist ja wirklich schade, wenn solche Künstler da sind, dass das ganz ungehört genoss, also wenn niemand das genießen kann. Dann habe ich an den Landeshauptmann eine Mail geschickt und habe ihm gesagt, wenn er Leute hat, denen er danken möchte, dann kann er die bitte gerne einladen. Die wurden auch von der Tiroler Landesregierung eingeladen und die sind dann auch gekommen, also verschiedenste. Als erstes habe ich natürlich die Tirol-Werbung mit eingebunden, die das auch gerne aufgenommen hat, weil es ihr Slogan war. Und das zweite war dann natürlich, dass ich die Olympiaregion Seefeld mit eingebunden habe, den Tourismusverband, den Elias Walser und den Bürgermeister. Und wir haben eine Pressekonferenz gemacht, zuerst im Kunstforum der Bank Austria. Und da kam der Bürgermeister extra nach Wien, um ein bisschen was über Seefeld, über die Berge, über die Höhenlage, die gute Luft und das alles zu erzählen. Und der Tourismusverband hat uns dann auch mit Bussen abgeholt von Innsbruck, auf denen wieder drauf gestanden ist, geht bergauf mit Kultur. Und natürlich war gebrandet dann Tirol, die Olympiaregion und das Astoria. Seefeld ist jetzt nicht bekannt für große klassische Musik. Aber Seefeld hat natürlich eine Geschichte und alle großen Künstler sind früher, wenn man vom Norden nach den Süden wollte, und die meisten Künstler wollten sich von Italien inspirieren lassen, da musste man über die Porta Claudia, und das ist der Berg, an dem Seefeld liegt. Und daher hat es auch dort eine Poststation gegeben, wo man die Pferde wechseln konnte, wo die Pferde getränkt wurden. Und das war die Basis von Seefeld. Und da kamen viele, viele Künstler, weil die Deutschen wollten alle nach Süden kommen. Den Künstlern hat das sehr, sehr gut gefallen. Und wir haben ein Projekt. Wir wollen gerne eigentlich einmal so einen kleinen 2 Tage machen mit klassischer Musik. Wir haben uns Lokalitäten angeschaut, also nicht jetzt in Astoria, sondern in Seefeld. Michael Schade hat darüber nachgedacht, ob wir das am Berg machen, also Kultur am Hochplateau oben. Und vielleicht einen Abend, einen Nachmittag oder Spätnachmittag im Ort, da gibt es einen Pavillon, den man auch vergrößern kann, mit einem Orchester und eben auch so einem bunten Programm. Und einmal wollen wir oben am Berg eben das machen, sodass man 2 Vorstellungen hat, vielleicht eine Matinee und einmal am späteren Nachmittag. Wir könnten uns schon vorstellen, dass wir Kultur am Plateau, am Hochplateau Seefeld machen. Und das wäre meiner Meinung nach ein guter neuer Startschuss und eine Bereicherung für Seefeld. Wir gehören zu den Westalpinen Wellness-Hotels dazu. Das sind einige, es sind nur private Hoteliers und wir haben, sie machen es immer noch wöchentlich, so eine Videokonferenz gehabt, wo jeder zu sehen war und jeder Fragen aufgeworfen hat, wie lösen wir das mit den Buffets, wo man doch einfach mit diesen Vorlegern das Problem hat, wie lösen wir das mit den Saunen, wie lösen wir das mit den Aufgüssen, wie lösen wir das mit den Abständen. Da gab es so verschiedene Ideen und das ist schon sehr, sehr hilfreich, weil man muss ja nicht alles alleine erfinden. Und wenn mehrere darüber nachdenken und alle eigentlich das umsetzen müssen, kommt was recht Gutes heraus. Dieses Corona war natürlich wirtschaftlich ein großes Fiasko, ja. Also da darf man sich nichts vormachen.
Aber es hat ist ein neues Denken entstanden. Die Mitarbeiter, die in Kurzarbeit waren, sind wahnsinnig dankbar, dass wir sie in Kurzarbeit genommen haben. Sie haben einen ganz anderen Zusammenhalt. Und auch die Gäste sind dankbar und akzeptieren diese neuen Regelungen, dass es kein Frühstücksbuffet mehr gibt, dass man sich für die Sauna anmelden muss, weil immer nur ein Zimmer eine Stunde die Sauna haben kann. Da muss gelüftet werden, da muss desinfiziert werden. Es ist ja ein ganz ein neues Gefühl. Wir sind alle glücklich damit, finden das eigentlich gut und es entsteht irgendwie es ist so eine positive Stimmung.